Was selten passiert, dass ich etwas über den Buddha selbst hier mal referiert habe. Und ich glaube, es macht auch Sinn, dass wir uns mal auseinandersetzen mit dieser Person oder mit der Qualität eines Buddha. Und ich habe deshalb vor, im Laufe der nächsten Monate immer mal wieder das Thema auf die Tagesordnung zu bringen und unterschiedliche Aspekte rauszugreifen und beginne heute mit dem, ja, Zugang, der uns am nächsten ist, nämlich den Buddha als eine historische Person zu betrachten. Das ist etwas, was unserer Denkweise nahe steht. Das will ich heute machen und den folgenden Abend mehr so versuchen rauszukristallisieren, was ist denn der Buddha eigentlich? Was ist er denn wirklich? Aber wir gehen aus von dem, was unsere Bilder, unsere Wahrnehmungsbilder und unsere Verständnisweisen sind, unsere gewohnten Verständnisweisen. Wer war der Buddha, ist die Fragestellung. Und ich fange erstmal an mit dem Namen, weil man sehr schnell feststellen kann, dass der Buddha unter sehr vielen Bezeichnungen ja in unseren Köpfen wohnt. Und wir sagen ja, Nomen est Omen. Ja, der Name sagt etwas über eine Person. Und ich denke, das kann man an dem Buddha auch sehr deutlich machen, dass das stimmt. Also, wie heißt der Buddha? Siddhartha Gautama. Siddhartha ist der Vorname und heißt wörtlich übersetzt jemand, der das Ziel erreicht hat. So, und es trifft auf den Buddha hundertprozentig zu. Der hat das Ziel erreicht, und zwar das höchste Ziel. Gautama ist der Familienname, aber der hat auch eine Bedeutung. Go ist im alten Indischen, auch heute noch, das Rind. Und Tama ist so die Steigerungsform, also das stärkste Rind, das größte Rind. Der Führer der Herde, der Beste sozusagen in dem Umfeld. Und auch das, glaube ich, kann man sagen, dass der Buddha als Menschheitslehrer sozusagen der Chef im Ring ist. Dann Buddha selbst, das wird ja oft als Name verstanden, aber die Bezeichnung Buddha ist ja ein Ehrentitel, der ausdrückt, was das für ein Wesen ist, ein Erwachter, jemand, der aus dem Daseinskreislauf erwacht ist. So wie Christus kein Name ist, sondern der Gesalbte heißt, so heißt eben Buddha der Erwachte. Sakyamuni hört man immer mal wieder, Buddha Sakyamuni. Und das sagt etwas über seine Herkunft. Sakya ist der Clan, sozusagen, ja, die Sippe, das Volk, der Volksstamm, aus dem der Buddha herauskommt. Und Muni heißt der Weise, wörtlich der schweigt, also dem alle ja, die Hass- und Verblendungsformen zum Schweigen gekommen sind. Deshalb Sakya Muni. Und wenn der Erwachte über sich selbst spricht, dann sagt er immer, der Tathagata, derjenige, der so gekommen ist oder so gegangen ist. Nämlich den Weg so gekommen ist, wie er ihn später lehrt. Sugata ist eine weitere Bezeichnung, der Gepriesene oder der Gesegnete, besser gesagt. Also der, der den Weg gut gegangen ist und den Segen des Weges empfangen hat. Ihr werdet auch oft lesen, Bhagava. Früher war das en vogue unter dem Stichwort Bhagwan. Ja, das sagt wahrscheinlich jedem von euch noch was. Bhagwan ist dasselbe wie Bhagava. Das der Erhabene. Das ist derjenige, der Anteil hat wörtlich. Woran Anteil? Am höchsten. Der Buddha ist der, der an Weisheit, an Wissen Anteil am höchsten ist. So, da gibt es eine ganze Menge mehr noch, die will ich gar nicht aufzählen, weil dann der Abend schon rum wäre. Aber ihr seht an diesen Worten unterschiedliche Facetten. Ihr seht auch, dass jeweils die Person immer in Verbindung steht mit irgendwelchen inhaltlichen, spirituellen Qualitäten, dass man das sozusagen gar nicht trennen kann. Und auch das Leben des Buddha kann man nicht trennen von dem, was innerlich mit ihm vorgegangen ist. So, die nächste Frage, die sich unser Geist dann immer stellt, okay, wir haben den Namen, jetzt wollen wir wissen, wann hat er denn gelebt? Und wir alle sind überzeugt, dass der Buddha eine herausragende historische Person war, aber dummerweise kein Mensch weiß exakt, wann er gelebt hat. Es gibt unterschiedliche
Daten, die im Raum schwirren. Die meistgenannte ist 560 oder 563 vor bis 460 oder 480 bis 483. Und die ältere buddhistische Tradition macht den Buddha 100 Jahre älter und die moderne Wissenschaft macht ihn ungefähr 100 Jahre jünger. So, das ist Fakt, keiner weiß Bescheid. Wenn man sich das sozusagen merken will, eine Faustregel, kann man sagen, okay, als Jesus geboren wurde, war der Buddha schon 500 Jahre tot, also ein halbes Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Ungefähr kann man ihn ansehen. Dann will man wissen, wo hat er denn gelebt? Da fällt uns ein natürlich Indien. Aber Indien ist ja ein Staat, der erst im 20. Jahrhundert entstanden ist. Buddha war kein Inder. Ja, das ist ein Hilfsbegriff. Aber wir können sagen, dass er im indischen Subkontinent zu Hause war, am Fuße des Ganges, am Fuße des Himalayas, so muss ich sagen, im Gangestal hat er sein Wirkungsgebiet gehabt. In Lumbini ist er geboren, das ist ein kleines Dorf, das heute in Nepal liegt. Und in Kapilavatthu ist er sozusagen aufgewachsen und groß geworden und das liegt heute in Indien. Deshalb streiten sich die beiden Länder, wer denn nun wirklich Anspruch hat auf die Ehre. Aber noch eine Anmerkung, bis vor 100, 150 Jahren war gar nicht sicher, ob der Buddha eine historische Gestalt war. Viele Indologen haben gesagt, er hat eigentlich nie gelebt und das, was wir da in den Schriften und Texten haben, ist nichts anderes als ein Mythos, ein Sonnenmythos, der sozusagen überliefert ist bis heute. Aber seit gut 100 Jahren ist es sicher, kann man sicher sagen, dass der Buddha eine historische Gestalt war. So, wir wissen, wo er gelebt hat und wann. Jetzt wäre noch mal interessant, das Umfeld zu kennen, in das er hineingeboren ist. Weil das hat Bedeutung auch für seine eigene Person, für seine Wirkungsmöglichkeit. Wir sollten uns klar machen, dass zur damaligen Zeit, also ungefähr vor 2500 Jahren, es in Indien unterschiedliche Formen von politischem Zusammenleben gab. Es gab Königreiche, es gab Republiken, es gab auch Formen von Stammesorganisationen. Und interessant ist zu wissen, dass diese Gemeinschaften mal Konflikte hatten miteinander, aber im Großen und Ganzen einträchtig miteinander gelebt haben. Das ist deshalb interessant, weil das die Möglichkeit gegeben hat, dem Buddha einfach durch Indien zu wandern. Ja? Hätte es diese Art von Freizügigkeit nicht gegeben, wären die Möglichkeiten für ihn als Lehrer aufzutauchen, beziehungsweise in andere Städte, in andere Länder zu gehen, nicht gegeben gewesen. Wichtig ist auch, dass zu dieser Zeit damals es zu einem gewissen ökonomischen Aufschwung gekommen ist. Es hat sich eine neue Form von Ökonomie, einer städtischen Form des Lebens und einer städtischen Form der Ökonomie herausgebildet, die einen gewissen Reichtum hervorgebracht hat. Jetzt fragt man, warum sagst du das? Aber auch das ist extrem wichtig, denn wäre dieser Grundreichtum, diese Wohlhabenheit einer Gesellschaft nicht gegeben gewesen, dann wäre es auch nicht möglich, dass so etwas wie ein buddhistischer Orden entsteht und der auch lebt. Denn der lebte ja von dem Überschuss dessen, was andere produziert hätten. Wäre es damals eine sehr kärgliche Ökonomie gewesen, dann hätte der Buddhismus aus diesen Gründen heraus nicht so aufblühen können, wie das passiert ist. Letzter Punkt in dem Zusammenhang ist der Hinweis darauf, dass die Zeit, in der der Buddha lebte, eine sehr spirituell aufgeladene Zeit war. Es war eine Zeit, wo die Leute Fragen gestellt haben, wo die gesucht haben, wo die sagen, wir wollen raus aus den alten Traditionen des Denkens und der religiösen Praxis, wir wollen etwas Neues, wir wollen etwas Tieferes. Denn dominierend war damals der Brahmanismus, aus dem später ja der Hinduismus hervorgegangen ist. Und der erschöpfte sich langsam in Ritualen, in Opferkulten, aber verlor die spirituelle Kraft, die eigentlich die Menschen damals gesucht haben. Und auch das ist ein Punkt,
der dem Buddha die Möglichkeit gegeben hat, mit seiner Botschaft anzukommen, weil die Leute gesucht haben, die haben Fragen gestellt und die wollten etwas hören. Zur Familie, wir lesen da immer Prinz Siddhartha und der Königssohn Siddhartha. Das hängt damit zusammen, dass Mythos, Legenden, Erzählungen und die nackten Tatsachen, die nackten historischen Tatsachen nicht immer wirklich zu trennen sind. Es scheint so zu sein, dass der kleine Siddhartha der Sohn eines gewählten Raja war, also eines gewählten, wir würden heute sagen, Landrats oder Ministerpräsidenten einer kleinen Region. Aber die Vorstellung, das sei nun ein großer Königssohn mit einem Riesenschloss und pompöser Umgebung, diese scheint sich nicht zu realisieren. Das hat ein bisschen der Volksglaube hinzugetan. Vater war Suddhodana und seine Mutter hieß Maya, damit ihr das wenigstens mal gehört habt. Wie ich schon erwähnte, hat Siddhartha seine Jugend in Kapilavatthu verbracht. Er ist da an diesem Hof, sage ich trotzdem mal, aufgewachsen. Seine Mutter ist nach 7 Tagen verstorben und er bekam dann eine Stiefmutter, das war die zweite Frau des Königs Prajapati, ist die, die an Mutterstelle ihn aufgezogen hat. Und, kann ich jetzt schon vorweg sagen, die Initiatorin des Nonnenordens später geworden ist. Also sie hat eine ganz herausragende Bedeutung gehabt. Siddhartha, kann man ohne da zu zögern sagen, hatte eine sehr gute Möglichkeit aufzuwachsen, zu lernen. Er hatte sicher gute materielle Voraussetzungen für die damalige Zeit, hatte auch die Fürsorge seiner Familie und hat dadurch, dass sein Vater Raja war, gute Möglichkeit, in alle Bereiche des Lebens mal reinzuriechen und viel zu lernen, was der normale Mensch eben nicht so mitkriegt. Und wie es kommen muss, mit 16 Jahren heiratete er, und sein Sohn Rahula wurde dann bald geboren, aber wie wir dann gleich erfahren, ist diese Ehe sozusagen mal zur Seite gerückt worden, denn der Buddha verlässt dann relativ bald, also in jungen Jahren, mit 29, dann Haus und Hof, um einen ganz anderen Weg zu gehen. Warum einen ganz anderen Weg? Ich gehe noch mal eine kleine Periode zurück in seine Kindheit, weil da überliefert wird, dass er da einmal ein ganz entscheidendes Erlebnis hatte, das ihn später prägte. Der Junge war damals irgendwo unterwegs, im Park, im Wald oder was, und beobachtete eine Eidechse. In Indien gibt es ja faszinierend, schillernde, schöne Eidechsen, hat sie beobachtet und war ganz hin und weg von diesem Tier, nach dem Motto, ach guck mal, wie schön ist diese Welt. Und wie er diesem Tier zuguckt, sieht er, wie die Eidechse nach Insekten schnappt und die frisst. Und das hat ihm dann schon so einen kleinen Stich gegeben. Ja, was soll diese Schönheit, wenn das heißt, Schönheit frisst was anderes auf? Ja? Und er guckt noch nicht lang hin, wie er sieht, dass eine Schlange kommt und die Eidechse auffrisst. Ja? Noch ein kleiner Schock. Und dann sagt die Legende, aber diese Schlange hat auch nicht lange überlebt, weil ein Greifvogel kam und diese Schlange gepackt hat und wieder davongetragen hat. Ob das realistisch ist oder nicht, ist völlig wurscht, aber es ist klar, dass dieses Erlebnis, ob angedichtet oder real, eine tiefe Erfahrung in dem jungen, kleinen Siddhartha ausgelöst hat. Die Erfahrung, der schöne Schein ist nicht die Realität insgesamt, sondern hinter diesem schönen Schein gibt es immer noch eine andere Alternative, die eher schmerzvoll ist. Das war eine frühe Prägung, die er mitgebracht hat. Und dann kam es dazu, dass die berühmten 4 Ausfahrten stattfanden. Ihr habt sicher davon gehört. Der Buddha, oder der noch nicht Buddha, verfügte ja über, heute wird man sagen Auto, damals gab es halt Kutschen oder was,
und über Leute, die ihn da beförderten. Eines Tages sagt er, so, wir machen mal einen Ausflug in den Park. Macht es auch und er begegnet einem Kranken, fragt seinen Chauffeur, was ist denn das? Was ist denn das für einer? Der liegt da, kann sich nicht recht bewegen. Ja, was ist denn das für einer? Und er erfährt, ja, das ist ein Kranker. Ja, was heißt das, ein Kranker? Kann ich auch krank werden? Ja, selbstverständlich, du wirst auch mal krank. Das ist etwas, was zum menschlichen Leben gehört. Es war dieses parallele Erlebnis zum Kindheitserlebnis. Das Schöne hat Haken. Und sofort sagt er, so, Schluss für heute, wir fahren heim. Wenn es Krankheit gibt, also nee, das passt mir nur gar nicht aus für heute. Und das setzt sich fort. Bei einer nächsten Ausfahrt begegnet ihm ein alter Mensch, der so aussieht wie ich so ungefähr, der nicht richtig gehen kann und schlottert und graue Haare, schlechte Zähne, wie das halt so ist. Was ist das für einer? Ja, das ist ein alter Mensch. Wie? Alter gibt's, ja? Pfui über das Leben, sagt er dann, wenn es Alter gibt. Ich will heim, ja? Und die dritte Ausfahrt ist sozusagen die Steigerung. Er sieht einen Leichnam das erste Mal. Was ist das, ein Leichnam? Kann auch ich sterben? Werde auch ich sterben? Ja, mein Lieber, sagt der Wagenlenker, alle Menschen, alle Wesen sterben. Und das war der dritte Hammer, ja. Und sein Vater kriegt das mit. Und Väter sind ja sehr fürsorglich. Und dieser Vater, Suddhodana, hat dann alles getan, damit der kleine Siddhartha oder der junge Siddhartha künftig kein Leiden mehr sieht. Mit welchem Erfolg kann man sich denken? Aber ich will die vierte Ausfahrt noch erwähnen, die auch stattfindet, wo er dann das erste Mal einem spirituellen Menschen begegnet, also einem Pilger, einem Asketen, einem Mönch, was auch immer. Und da in diesem Gesicht, in dieser Person sieht, es gibt ja lebendig eine Alternative zu all der Krankheit Tod. Und das war sozusagen ja, der Ausgleich. Ja? Es gibt möglicherweise hoffentlich nicht nur diese Phänomene all der Krankheit Tod, sondern es gibt auch das, dass man sich hoffentlich davon emanzipieren kann, von dem Dukkha, von Leiden, das mit dem Leben verbunden ist. Und das war der Kern des Erlebens, das den Buddha eigentlich zum Buddha gemacht hat. Ja, diese tiefe Erfahrung von Dukkha, das ihn wirklich aufgewühlt hat und das ihn bestimmt hat zur Suche, es muss doch eine Alternative geben. Kleine Anmerkung in Klammern, diese vier Ausfahrten gehören eigentlich nicht zu dem Buddha Shakyamuni, über den wir reden, sondern die werden berichtet von einem Vorgänger-Buddha, von dem Buddha Vipassi. Aber weil das so schön ist und so illustrativ ist, haben es die späteren Kommentatoren und Sammler von Texten einfach rübergenommen und gesagt, so, Leute, das gilt auch für unseren Buddha jetzt. Ja. Und so wird es heute erzählt, als sei das eine historische Tatsache. Wie dem auch immer, Tatsache bleibt, dass der Junge, der aufwachsende Junge, eine Erfahrung gemacht hat, die tief erschüttert hat und ihm nahegelegt hat, das schöne Leben, das er hatte, das aussichtsreiche Leben, das er hatte, aufzugeben, um einen spirituellen Weg zu gehen. Und da kann ich noch etwas ergänzen, was bei seiner Geburt sich abgespielt hat. Da gab es nämlich einen weisen Seher, Asita hieß der. Und damals wurden die einfach befragt, sag mal, ich habe jetzt einen Sohn gekriegt, was wird aus dem? Da wurden die Zeichen gedeutet und wird geguckt und hin und her. Und Asita sagte, keine Sorge, es wird mal ein ganz großer. Allerdings hat er zwei Möglichkeiten. Wenn er den weltlichen Weg geht, wird er sowas wie ein Weltenherrscher, also ein Obama oder sowas. Wenn er einen spirituellen Weg geht, dann wird es ein Buddha, ein Erwachter, einer, der ganz tief diese Existenz durchschaut. Das hat die Eltern natürlich stolz gemacht. Unser Bub da, ein ganz großer. Aber sie waren dann gleich in Sorge. Auch der wird doch hoffentlich nicht Politiker werden, ja.
Und sie haben alles probiert, um ihn von diesem falschen Weg abzubringen, nicht? Dass er den wahren Weg geht. Nein, Quatsch, ich sage was Falsches. Ich sage es ja falsch, das ist einfach zu heiß. Sie wollten natürlich, der Vater war ja ein Raja, sie wollten, dass es der Bub auch wird, ja? Dass der auch mal sogar ein Weltenherrscher wird. Und haben deshalb alles untersucht, versucht, um ihn wegzubringen von eventuellen spirituellen Interessen. Und da war ja dieser Widerstreit mit diesen Erfahrungen, die er gemacht hat, die ihn genau in diese Richtung hineingeschoben haben. So, eine Anmerkung noch zu Asita, der plötzlich anfing zu weinen, nachdem er das erzählt hat. Und da war die Sorge wieder groß, na, hast du jetzt doch noch was in den Sternen gelesen, was vielleicht nicht gut wäre für den Sohn? Ja, es kommt ein Unglück auf uns zu. Nein, sagt Asita, ich weine deshalb, weil der Junge ein Buddha wird, wann ich nicht mehr leben werde. Also ich werde tot sein, wenn der groß erwachsen ist. Ich kriege das nicht mehr mit, was der sozusagen an die Menschheit geben kann. So, damit waren wir schon an diesem Bruch, dass er sein Haus verlässt, seine Familie verlässt und jetzt als Bettelmönch, als Wandermönch sich auf den Weg macht. So, da er aber die Lösung auf dieses Problem nicht hatte, hat er nur die Beschreibung, da ist Dukkha, aber ich weiß nicht, wie aus Dukkha rauszukommen, war die Frage naheliegend, wer kann es mir sagen? Und ich erwähnte vorhin, dass das alte Indien eine spirituell aufgeladene Zeit war, wo es große, tiefe Denker und auch große Meditierer gab. Und so hat er sich das Wissen seiner Zeit angeeignet, hat das gelernt, was man damals lernen konnte, also kannte sich in den Veden aus, in den Upanishaden, war sozusagen philosophisch gebildet und ging auch zu den Top-Lehrern der damaligen Zeit, die ihm Meditationsformen zeigten. Da war einer der großen Lehrer Alara Kalama und der andere war Ramaputta, Uttaka Ramaputta, die ganz tief in die Konzentration, in die Geistesschulung hineingeführt haben. Aber immer war der werdende Buddha unzufrieden und sagte, das ist es noch nicht. Warum? Ich komme immer in diese tiefen Zustände der Meditation und fahre wieder raus. Es ist immer ein Hin und Her, es ist nicht ein dauerhaftes Bleiben, eine dauerhafte Form von Frieden, weil alles, was irgendwer bisher gezeigt hat, vergänglich ist. Und wie das im Leben sozusagen ist, wenn es keiner macht, kommt man irgendwann auf die Idee, dann muss ich es halt selbst machen. Das heißt, der Buddha sagte sich, jetzt muss ich selbst einen Weg finden, der aus diesem Kreislauf herausfällt. So, aber was tun? Na ja, dann probiert man das aus, was in den Köpfen als Möglichkeit drin ist. Er merkte nämlich, dass die Hauptschwierigkeit in ihm war, seine Verbundenheit, seine sinnliche Verbundenheit zu dieser Welt. Das war ihm klar. Er wusste, solange meine 1000 Fäden in diese Welt hinein wollen, solange ich in diese Welt hineingezogen werde, kann ich keinen inneren Frieden finden. Wie also diese Abhängigkeit von Sinnlichkeit, wie diese Abhängigkeit loswerden? Die erste Antwort war, ich versuche es mit Willenskraft. Das können wir alle probieren, wir wissen, wie weit das führt. Die inneren Kräfte sagen, okay, schön von dir, hast es probiert und dann ja, läuft der Fluss in diese Richtung, in die er immer gelaufen ist. Zweite Möglichkeit, die er sich ausdachte, war, ich werde es sozusagen mit physischer Gewalt versuchen. Ich werde das einfach unterdrücken, das, was an sinnlichem Verlangen in mir ist. Und da gab es eine Methode, die er sich ausdachte, einfach den Atem anzuhalten. Er hat geglaubt, das sei eine Möglichkeit, hat nicht funktioniert. Eine andere Möglichkeit, die er getestet hat, war, seinen Körper einfach zu malträtieren. Er hat nichts mehr gegessen, er hat nichts mehr getrunken, er hat sich allen möglichen körperlichen Belastungen ausgesetzt, aber auch ohne Erfolg. Und das hat er mit 5 Leuten zusammengetan, die alle dachten, wenn es einer schafft, dann ist es der. Denn man merkte schon damals, in diesem Menschen ist eine Kraft, da ist ein Potenzial, das über das Normale hinausgeht.
Aber irgendwann waren alle Möglichkeiten erschöpft. Ich dachte, was nun? Ich habe alles probiert, es gibt offensichtlich keinen Ausweg. Und dann erinnerte sich der Buddha, also ich sage immer, der Buddha, er war es ja noch nicht, ja, erinnerte sich Siddhartha an ein Kindheitserlebnis, wo er einmal so ganz still unter einem Rosenapfelbaum sitzend ein tiefes meditatives Erlebnis hatte. Das, was wir später die Schauung, Versenkung, Konzentrationsstufen nennen, die Jhanas nennen. Ein innerer Bewusstseinszustand von großem Frieden und großem innerem Glück. Und da dachte er, kann das der Weg sein? Und bevor dieser Gedanke zu Ende gedacht war, sagte er, na, das ist der Weg. Und das Entscheidende bei diesem Weg war nun, den Geist so still zu machen, nicht das innere Gewoge in der Meditation so still zu machen, dass der Geist klar genug wird, um die Dinge so zu sehen, wie sie tatsächlich sind. Und das war der Weg, wie aus Siddhartha Gautama ein Buddha geworden ist. Und irgendwann sagt er so, ich setze mich jetzt hier auf meinen Meditationssitz und werde nicht vorher aufstehen, bevor ich nicht das Erwachen erreicht habe. Da seht ihr das Element Willenskraft, ja, Energie, Entschlossenheit, diesen Weg zu gehen. Und das hat er auch gemacht. Da gab es diese entscheidende Nacht, wo Siddhartha zu Gautama geworden ist, wo in drei, ja, es wird immer gesagt, Nachtwachen, in drei Perioden ihm tiefe Einsichten in die Daseinsrealität aufgegangen sind. Die erste Einsicht war, er konnte mit einem Mal seine eigenen vergangenen Leben sehen. Er konnte sehen, ich bin nicht jetzt das erste Mal auf dieser Welt, sondern konnte lange, lange zurückblicken und immer sehen, dass es in seiner Existenz nichts anderes gab als geboren werden, altern und sterben. Geboren werden, altern und sterben. In allen Varianten, Leben, Tod, Leben, Tod. Ja, alle möglichen Formen von Glück, von Leid, aber nie ein Ende, nie eine Lösung für das Ding. Im zweiten Teil der Nacht erweiterte sich sein Blick auf andere Menschen. Er sah auf einmal, wie andere Menschen geboren werden, altern, sterben, wie sie wiedergeboren werden und jetzt nach ihren karmischen Aktivitäten. Das war die Entdeckung des Karma-Gesetzes. Das bedeutet, Menschen erleben das, was sie vorher karmisch gewirkt haben. In diesem Zusammenhang hat er in der im zweiten Teil der Nacht gesehen. Das Verschwinden und Wiedererscheinen der Wesen, je nach ihren karmischen Aktivitäten. Und dann kam der dritte und entscheidende Aspekt hinzu. Das war die Entdeckung der vier edlen Wahrheiten. Die Entdeckung, welche Rolle Dukkha, welche Rolle Leiden in der Existenz spielt, wo es herkommt, wie es aufzuheben ist und wie der praktische Weg zu gehen ist. Und das war der Punkt, wo es jetzt einen Buddha gab, wo es einen Erwachten gab, weil er jetzt tief gesehen hat, bis zum Grund sozusagen gesehen hatte, was Existenz ausmacht, was uns an die Existenz bindet und welche Möglichkeiten es gibt, aus dieser Verletzbarkeit herauszukommen. Sagt, wenn hier Hass und Verblendung aufgehoben sind, und das ist in diesem Moment passiert, dann entsteht Freiheit. Es war erstmal ein großes Aufatmen und es heißt, dass der Buddha, ich glaube, 5 mal 7 Tage nichts anderes getan hat, als immer wieder an anderen Orten sich niederzusetzen, um diese große innere Befreiung und diese große Erfahrung, die da auf ihn zukam, zu verarbeiten. Also selbst ein Mensch mit den geistigen Kapazitäten eines Buddha brauchte diese Zeit, um ja, den eigenen Geist so umzustrukturieren, um diese Erfahrung aufzunehmen, die jenseits Altwissen sind, was in unserer Vorstellungskraft ist. Ja, jetzt war die Frage, was mache ich nun mit dem Wissen? Und die erste Antwort, die er sich selbst gab, ich behalte es für mich. Warum? 2 Gründe. Erstens, was ich entdeckt habe,
kann kein Mensch verstehen. So tief ist das. Und zweitens, was ich entdeckt habe, will kein Mensch hören. Und die Menschen, die alle sehr verflochten sind mit dieser Welt, verflochten mit ihren Sinnesverlangen, die wollen mich nicht hören. Also wäre es für mich nur Plage und Ärger, wenn ich da jetzt durch die Landschaft zöge, um anderen meine Lehre mitzuteilen. Aber jetzt gibt es glücklicherweise den Brahma Sahampati, also ein Gottwesen, das in einem sehr hohen, sag ich, Himmel lebt, der bei einem früheren Buddha schon Schüler war, aber es noch nicht ganz geschafft hat, den Ausgang zu finden. Und der sagte also, wenn der jetzt nicht lehrt, dann gehen die Leute vor die Hunde. Wenn der aber seine Lehre verbreitet, dann gibt es immer welche, die, wie er es formuliert, wenig Staub auf den Augen haben, die werden die Lehre verstehen und die werden dadurch frei werden. So, und die Geschichte nimmt natürlich ein Happy End. Brahma Sahampati bittet den Buddha, lehre doch, mach's doch, tu's. Und dann tut's der Buddha auch. Der Hintergrund ist natürlich, das spiegelt da sehr gut in dieser Geschichte mit, dass der Buddha kein Anliegen hat. Ich muss jetzt die Welt retten. Ich will, dass sie alle Buddhisten werden. Ich will, dass meine Lehre bekannt wird und ich berühmt werde. Nichts davon. Und das Einzige, was da eine Rolle spielt, ich als Buddha weiß es, wenn Interesse und Nachfrage da ist, habe ich genug Mitempfinden, es dann selbstverständlich zu lehren. Und das ist der Ausgangspunkt für eine 45 Jahre lange Geschichte der Belehrung. So, dann ist natürlich die Frage, wem sage ich es zuerst? Im alten Indien werden die Lehrer ja hoch verehrt, also fiel ihm natürlich ein, ich sage es erst meinen beiden großen Lehrern, denn die waren so nah dran, wenn die den letzten Schritt noch gesagt kriegen, dann sind die draußen. Leider schon verstorben. Ja. Und dann fielen ihm seine 5 Kumpels ein, mit denen er ja seine asketischen Übungen getrieben hat. Also gehe ich zu denen hin, die kennen mich, die haben Vertrauen zu mir, dem sage ich das. Hatte sie aber zunächst mal getäuscht, denn als sie ihn kommen sahen, sagt sie, guckt euch den da an, da kommt der Asket Gotama, der zur Üppigkeit zurückgekehrt ist, also der das asketische Leben aufgegeben hat und der kommt jetzt zu uns. Also wenn der auftaucht, sitzen darf er, ja, aber sonst kein Service, wird man heute sagen. Das tut sich nichts. Also er kommt dann auch zu diesen 5 hin und wie das Leben so ist. Sie springen alle auf, setz dich, darf ich dir die Füße waschen, kann ich dir die Robe abnehmen und und. Wir können uns das gut vorstellen, wenn wir realisieren, wer da kam. Nicht? Also welche Ausstrahlung, welche innere Potenz da sich einfach physisch manifestiert hat vor denen, dass die keine Chance hatten, als das zu merken, sagen, wunderbar, dass du da bist. Und das waren auch die ersten, die er belehrt hat. Das waren die ersten 5, die sozusagen Heilige geworden sind. Und damit war auch der Mönchsorden gegründet. Fußnote noch dazu. Die ersten Anhänger des Buddha waren aber nicht diese 5. Die ersten beiden waren Laienanhänger. Und als der Buddha von seinem Erwachungsplatz wegging, wanderte, begegnet ihm 2 Kaufleute, die ihm eine Opfergabe gegeben haben und die sofort auch so beeindruckt waren, dass sie Zuflucht genommen haben. Allerdings haben sie nur Zuflucht zum Buddha, zur Lehre genommen, denn den Sangha gab es ja noch nicht. Also eine zweifache Zuflucht. Und erst als der Mönchsorden, als der Sangha gegründet wurde, gab es eine dreifache Zuflucht, die wir heute haben. Zu Buddha, zu Dhamma und zu Sangha. So, wie es dann weitergeht, erklärt sich aus der Sache selbst. Der Buddha lehrte dann. Immer mehr Menschen kamen auf ihn zu, haben ihn erlebt und haben ihn dann zu seinen Lehrern. Sollte vielleicht seine beiden Hauptschüler erwähnen, Sariputta und Moggallana.
die beide vorher schon in anderen spirituellen Traditionen waren. Und sie hatten vereinbart untereinander, wenn du es rausfindest oder wenn du den Lehrer findest, der es weiß, sag mir es, sag mir Bescheid. Und so ist die Story, dass Sariputta eines Tages unterwegs ist und einen dieser fünf Mönche, über die ich eben sprach, auf der Straße gehen sah. Und da ist er hin und sagt, du, was ist dein Lehrer, wer ist das? Mein Lehrer ist der Buddha. Kannst du mir erklären, um was es da geht? Du beeindruckst mich, so wie du gehst, ja, so wie du erscheinst. Du bist anders als der Rest. Und er sagt, Asachi, so hieß der, du, ich bin relativ neu dabei, also frag mich nicht nach Details. Ja. Sariputta, Details interessieren mich nicht, ich will die Botschaft, um was geht's? Und dann sagt Asachi, hoffentlich kriege ich es hin, es gibt einen schönen Spruch, den muss ich mal auswendig lernen. Kann es noch nicht, aber ich sage den Kern, der Buddha lehrt eine Sache, dass alle Dinge bedingt sind. Und er lehrt die Auflösung der Bedingungen, das ist alles. Der normale Mensch würde dann irgendwie sagen, hä, wie, was ist los? Aber dieser Vierzeiler, den Asachi da von sich gibt, der hat bei Sariputta so eingeschlagen, dass er sofort wusste, um was es geht. Alle Dinge sind bedingt, wenn sie bedingt sind, taugen sie nichts, also muss man die Bedingungen aufheben, um klar zu werden mit dem Rest der Lebensprobleme. Das heißt, er hat in dem ersten Gespräch das erfahren, was wir Stromeintritt nennen. Und sofort ist er zu Moggallana hingelaufen und er hat schon von der Entfernung gesehen, oh je, mit meinem Freund ist was passiert, hat ihn gefragt und Moggallana war von der gleichen geistigen Größe, hat auch sofort geschnackelt, sofort den Stromeintritt gehabt, nicht? Und es heißt von beiden, dass der eine in 14 Tagen und der andere in 7 Tagen zum Heiligen geworden ist. Also da kann man sehen, welche Bedingungen da zusammengekommen sind. Einmal der Buddha als genialer Lehrer, aber dann auf der anderen Seite das innerlich so vorbereitete Feld, dass dann nur so ein kleiner Input notwendig war, um ja, Klarschiff zu machen. Und so ging das weiter. Der Orden wuchs. Ein großer Vorteil war, dass auch die Staatsleute der damaligen Zeit, also die herrschenden Könige der damaligen Zeit, anders als etwa bei Christus, die ja eher ihm feindlich gesonnen waren, seine Förderer waren. Das heißt, wenn er irgendwo auftauchte, hatte er den Schutz und die Unterstützung der staatlichen Institutionen, wenn man so will. Und er fand auch große Unterstützer im Laienbereich, die sozusagen finanziell unter die Arme geholfen, unter die Arme gegriffen haben, die Klöster gegründet haben, die Schenkungen gemacht haben, also dafür gesorgt haben, dass so etwas wie die Infrastruktur eines buddhistischen Ordens oder einer Gemeinschaft überhaupt zustande kommt. Mahapajapati habe ich schon erwähnt, das war die Stiefmutter des Buddha. Die ist dann irgendwann gekommen und hat gesagt, so, Männerorden gibt's, wir Frauen wollen auch. Das ist ja uns nicht unbekannt. Und der Buddha hat gesagt, nein, tut mir leid. Einen Frauenorden wird es nicht geben. Und aber Mahapajapati war sehr traurig natürlich und hat nochmal gefragt, aber hat immer die Antwort gekriegt, nein. Und dann hat sich Ananda, einer der anderen großen Schüler, eingemischt und hat den Buddha gefragt, er sag mal, sind denn Frauen nicht fähig, die geistige Befreiung zu haben? Er sagt, selbstverständlich sind die fähig, ja. Jeder Mensch, ob Mann oder Frau, es ist wurscht, jeder Mensch hat dieses Potenzial des Erwachens. Ja. Langer Rede, kurzer Sinn. Ananda wird es zugeschrieben, dass es auch einen Frauenorden gab, beziehungsweise, dass der Buddha sich entschloss, einen Frauenorden zuzulassen. Jetzt wird natürlich gefragt, warum war der Buddha ein Shovi, ja? Warum hat er von vornherein Nein gesagt? Ich denke, es hat eine ganz andere Bedeutung.
Denn die Tradition sagt, dass bei allen Buddhas es immer vier Gemeinschaften gibt. Die Gemeinschaft der Mönche, die Gemeinschaft der Nonnen, die Gemeinschaft der Laienanhänger und die der Laienanhängerinnen. Bei allen Buddhas gibt's das. Das heißt, es war vorprogrammiert, dass es selbstverständlich auch einen Nonnenorden geben wird. Und wenn der Buddha Nein sagt, dann aus pädagogischen Gründen. Denn man muss wissen, dass zur damaligen Zeit im Brahmanismus die Frauen völlig ausgeschlossen waren von religiösen Aktivitäten. Völlig. Also das war eine Zeit, wo das eine Revolution war, wenn Frauen auf einmal sagen, wir auch. So, und das war ein Grund zu sagen, wir müssen das gesellschaftlich kompatibel machen, nicht, dass Frauen sozusagen so akzeptiert werden, wie das in das gesellschaftliche Umfeld passt. Aber was anderes muss man auch sagen, da war der Buddha deutlich, er sagt, wenn es einen Frauenorden gibt, in Klammern natürlich gibt es ihn, dann wird der reine Bestand dieser spirituellen Tradition nicht so lange sein, wie wenn es keinen Frauenorden gibt. Das ist auch logisch. Ja? Wenn Männer und Frauen zusammen sind, dann ist das Element des Weltlichen, der Bezogenheit aufeinander etwas anderes, als wenn beide getrennt sind. Aber das ist ein Thema für sich, das man lange bereden kann. So, das heißt, es gibt jetzt den Buddha und es gibt jetzt die Gemeinschaften, bleibt nur noch die Lehre. Und die gibt es natürlich auch, die hat schon begonnen dadurch, dass der Erwachte seine 5 Schüler instruiert hat. Und was er hatte ihnen gesagt? Die 4 edlen Wahrheiten, den 8-fachen Pfad, das bedingte Entstehen, die 3 Daseinsmerkmale. Das sind alles jetzt nur Überschriften, die den Kern der buddhistischen Wahrheitslehre zusammenfassen. Und damit ist auch eingeführt die stufenweise Belehrung, über die wir schon hier in anderem Zusammenhang gesprochen haben. Und es ist eingeführt, diese Zweiheit von Belehrung, die einmal sagt, ich als der Buddha zeige euch, wie ihr innerhalb der menschlichen Existenz und innerhalb der Existenz überhaupt zu immer mehr Wohl kommen könnt. Sondern immanent, im System, wie es im System besser wird. Aber ich erkläre auch denen, die es fassen können, wie man aus diesem System von Dukkha, von Leiden herauskommt. Deshalb die stufenweise. Ich ende damit, dass ich noch ein paar Bemerkungen mache zum Thema Konflikte. Weil man manchmal das Gefühl hat, vor 2500 Jahren war alles in bester Ordnung. Das ist nicht der Fall. Der erste Konfliktbereich ist da schon gegeben, wo es um Kontroversen mit den Brahmanen ging. Denn die Brahmanenkaste damals war, wie gesagt, die herrschende Religion. Und keine herrschende Religion, nein, falsch. Die meisten herrschenden Religionen können Konkurrenz nicht wirklich riechen, ja. Und da kommt einer und sagt zweierlei. Erstens, der Opferkult ist Quatsch. Der Buddha hat es höflicher formuliert, aber im Kern ist es Käse. Und zweitens, die Einrichtung der Kasten, wo der Wert eines Menschen durch die Geburt bestimmt wird, ist auch Quatsch. Weil das Wesen eines Menschen oder der Wert eines Menschen ergibt sich durch sein Tun, durch sein Verhalten, durch sein Charakter. Da könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass die Brahmane da nicht wirklich begeistert war, wenn der Buddha diese Dinge gelehrt hat, denn sie sahen ihre Pfründe schwinden. Ja? Einkommen geht ja verloren, wenn einer sagt, also Opfer taucht nichts. Das war der erste Bereich. Aber ich muss sagen, dass andererseits auch viele Brahmane, die sozusagen clever waren, die wirklich spirituelle Menschen waren, die wissen wollten, um was es geht, sich nicht gescheut haben, zu dem Buddha zu gehen und zu fragen, du erklär mal, wie läuft denn das Ganze? Und viele sind dann auch Anhänger des Erwachten geworden. Es war, wenn ihr so wollt, der Streit des Ordens und des Buddha mit seinem Umfeld, aber es gab auch schon in der Frühzeit Streit im eigenen Laden. Da ist überliefert der berühmte Streit von Kosambi.
Und wieder so ist, es geht immer um Kleinigkeiten. Ja? Um die großen Dinge geht es nicht. Es geht um die Kleinigkeiten. Da hat einer vergessen, seine Waschschüssel auszuschütten. Ein anderer hat gesagt, also das war jetzt nicht in Ordnung, was du da gemacht hast. Nach dem Paragraph XY hättest du das machen müssen. Und da geht es hin und her und es war doch recht. Also wie das so ist bei Streitpunkten, es bilden sich verhärtete Meinungen, es bilden sich Lager, die einen dafür, die anderen dagegen. Und es kam sogar wegen der Waschschüssel zu Streitigkeiten, zu Handgreiflichkeiten. So, und irgendwann ist mal einer zu dem Buddha gegangen und hat gesagt, also kümmere dich mal darum, da läuft das nicht rund. Der Wacht ist da hingegangen, hat die sich vorführen lassen, hat gefragt. Und das Tollste war, dass sie ihn weggeschickt haben. Ja. Nach dem Motto, ruhig Blut, genieße die Stille, wir werden da schon selbst zurechtkommen. So weit ging das. Das hat er zwei, dreimal probiert. Und hat es dann aufgegeben, weil die so verbohrt waren, die wollten nicht mal auf ihren Lehrer, nicht mal auf ihren Meister hören. Aber die Sache ging glimpflich aus, einfach deshalb, weil die Laien, die diese Truppe unterstützt hat, irgendwann gesagt hat, nee, so einen Laden unterstützen wir nicht mehr. Wenn ihr nicht aufhört mit eurem Krach, kriegt ihr nichts mehr zu essen. Es kriegt nichts mehr in die Almosenschale. So, da seht ihr, wie diese Wirklichkeit läuft. Das hat sie auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt. Und da konnte der Streit beigelegt werden. Er ist berühmt bis heute. Ja. Das ist ja auch ein Ding. Ich will noch Devadatta erwähnen, einer der ganz engen Mitstreiter des Erwachten. Er war sein Schwager und sein Vetter, der nach außen hin eine glänzende Rolle gespielt hat. Alle haben ihn sehr gemocht und sehr bewundert für seine Disziplin, für seine Fähigkeit, seine geistigen Fähigkeiten. Aber es war im Kern ein ja, Verworfener, ein schlimmer Finger, wird man heute sagen, der nach außen hin ja, sich buddhistischer als der Buddha geben wollte, aber nach innen voller Ehrgeiz, ja, voller persönlicher Interessen war. Und der es irgendwann sogar darauf angelegt hat, den Orden zu spalten. Er wollte nämlich strengere Vorschriften als der Buddha. Er wollte es, wie gesagt, päpstlicher als der Papst machen, buddhistischer als der Buddha. Und hat irgendwann sogar Mordanschläge auf den Erwachten ausführen lassen, beziehungsweise ja, initiiert, um selbst an die Spitze des Ordens zu gehen. Das in der Frühzeit, das kann ein guter Hinweis sein, wie die Entwicklung dann im Laufe der vergangenen 2500 Jahren verlief. Aber Devadatta fuhr nicht gut damit. Am Ende seines Lebens hat er gemerkt, dass er wirklich nicht auf dem rechten Weg war, da war es zu spät. Und es heißt, dass bei seinem Hinscheiden die Erde ihn verschluckt hat und er den direkten Weg in die Hölle gegangen ist. Gehört sich natürlich auch so für jemanden. Und um auf die Frage Sexualität nochmal einzugehen, was in unserer Zeit ja auch eine große Rolle spielt, im Zusammenhang mit Missbrauchsfällen, auch da gab es damals schon den Vorwurf, der Buddha habe eine Besucherin in seinem Camp missbraucht und geschwängert. Ja. Auch das gab es, aber dieser Fall konnte auch aufgeklärt werden. So, machen wir die letzte Runde. Und die letzte Runde heißt, dass der Buddha mittlerweile 80 Jahre alt geworden ist und er von sich sagt, guck diesen Körper an, wie ein alter Karren, ja, rattert der noch dahin, aber viel ist mit diesem Körper nicht mehr übrig. Irgendwann wird es zu Ende sein. So, und dann passiert was Dramatisches für uns. Der Buddha gibt seinem Schüler Ananda den Weg. Nein, er gibt ihm erstmal einen Wink. Er sagt, du Ananda, Buddhas haben die Möglichkeit, wenn man sie auffordert, ein Weltzeitalter lang zu leben. Und Ananda hört das nicht. Es geht nicht in seinen Geist rein. Ja? Der Buddha sagt dreimal, also wenn mich jemand auffordert, wenn jemand so die Fähigkeiten hat wie ich, kann der ein ganzes Weltzeitalter lang leben. Das geht. Ananda ist verbohrt. Ja.
Und irgendwann geht es ihm auf, Mensch, da ist ja immer einen kleinen Fehler gemacht. Ja. Will es korrigieren, aber da ist es zu spät. Der Buddha hat sozusagen in den Schluss, innerlichen Entschluss gefasst, so, ja, mein Leben ist zu Ende, er entlässt den Dauergedanken, wie es in einer Übersetzung heißt, und damit war vorprogrammiert, in einer Zeit von, weiß ich, 3-4 Monaten, ist dieses physische Leben des Buddha auch zu Ende. Und es war auch so, in Kusinara, das ist im Norden Indiens, hat er seinen Leib abgelegt, ist in das Nirvana eingegangen und von daher, von diesem Zeitpunkt aus, nicht mehr ja, für Menschen zugänglich, überhaupt nicht mehr zugänglich, weil ein Buddha ist ja von seiner Qualität her ein Wesen der eigenen Art, ist ja nichts von dieser Welt, ist ja nicht Bestandteil des phänomenalen Daseins und deshalb einfach ja, verloschen oder erloschen. Die Leiche wurde anschließend verbrannt, die Asche wurde sozusagen verteilt in seinem, ja, in dem Gebiet, in dem er gelebt und gelehrt hat, und es wurden Stupas gebaut, also Gedenkstätten gebaut, ein großes Fest noch gefeiert. Und damit war dieses Kapitel zu Ende, was wir den äußeren Lebensweg des Buddha nennen. Und damit ist auch mein Vorteil. Ich habe 2 Minuten euch geschenkt. Nee, habe ich nicht geschenkt. Von wegen.